Lahore in Pakistan ist laut einer aktuellen Erhebung zur am meisten verschmutzten Stadt der Welt erklärt worden. Die Schweizer Firma IQ Air, die weltweit die Luftqualität misst, hat die Millionenstadt mit einem Wert von 348 bewertet. Lahore liegt damit deutlich über dem als gefährlich erachteten Schwellenwert von 300. Es gibt hier so viel Smog und Verschmutzung. Früher bin ich mit meinen Kindern hier spazieren gegangen, jetzt nehme ich sie nicht mehr mit. Die Kinder hier bekommen Atemwegserkrankungen. Wir rufen die Regierung auf, findet eine Lösung, um Himmels Willen. Es gibt hier Fabriken und Industrie, die könnte man woanders hin verlegen oder sie zumindest mit moderner Technologie ausstatten, damit wir diesen Smog loswerden. Ursachen für die starke Verschmutzung sind unter anderem die Verwendung von minderwertigen Kraftstoffen und das Abbrennen von Feldern. Gemeinsam mit den kälteren Wintertemperaturen sorgen die Abgase für eine dichte Smogwolke über der Stadt. In Lahore an der Grenze zu Indien leben mehr als 11 Millionen Menschen. Viele können sich eine medizinische Versorgung nicht leisten, wenn sie durch die Luftverschmutzung erkranken. Wir sind arm, wir können die Arztrechnungen nicht bezahlen. Wenn jemand 5 Euro am Tag verdient, kann er nicht die Hälfte davon für Arztkosten ausgeben. Wie sollen wir dann noch für alles andere bezahlen? Wenn wir krank werden, müssten wir 20 bis 25 Euro für die medizinische Versorgung zahlen, also könnten wir uns nicht behandeln lassen. Wir können die Regierung nur anflehen, die Luftverschmutzung unter Kontrolle zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Lahore die schlechteste Luftqualität hat, noch vor Delhi in Indien. Wenn es so weitergeht, werden wir sterben. Die pakistanische Regierung macht das Nachbarland Indien für den Smog verantwortlich und behauptet, Daten betreffend die Luftverschmutzung seien ohnehin verfälscht. Die Bevölkerung hat in den letzten Jahren begonnen, eigene Luftreiniger zu bauen, um den Smog zu bekämpfen.